kurzes Gespräch mit Coach Mike. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo, heute Folge 08 und zwar habe ich auch wieder einen ganz besonderen Gast heute da. Heute wird es richtig spannend, die Dresdner Berle ist heute mit da und wir kochen ein sensationelles Gericht, leicht, aber gekrönt von etwas ganz Besonderem. Bleibt dran, ihr Lieben, bis gleich. Heute ist zu Gast der Thorsten Schlüter. Wir sind uns mal begegnet vor vielen, vielen Monaten. Das ist schon wieder das über 20 Jahre her. Jahrzehnte her, genau. Ja. Zwei Jahrzehnte her. Und zwar in der Dresdner Neustadt hattest du einen Gemüseladen gehabt. Am Anfang. Ne? Obst und Gemüse. Obst und Gemüse. Und heute ist es Käse. Was später in der Dresdner Neustadt auch noch ein Feinkostladen geworden ist. Mit 150 Sorten Rohmilchkäse. Dann später ist die Dresdner Berle dazu entstanden, bei uns im Keller. Und genau, da haben wir uns kennengelernt. Warum eigentlich Dresdner Berle? Dresdner Berle, ja, weil Dresden ist eine Perle. Und es ging damals Namensfindung hin und her. Sachsentrüffel, meine Mutti, die auch damit dran beteiligt ist an der ganzen geschmacklichen, kulinarischen Entwicklung der Dresdner Berle, wollte das Ganze Sachsentrüffel nennen. Hat sich dann aber trotzdem durchgesetzt, die Dresdner Berle, weil Dresden ist eine Perle und ja, wir haben ja alle eine Perle zu Hause und halt auf Lebensmittel bezogen, auf den Käse, Dresdner Berle, sächsisch, okay. Kurz und knapp. So in der Art gibt es die Dresdner Berle jetzt schon wie lange? Über 15 Jahre stellen wir die jetzt her, in 9 verschiedenen Sorten. Wir sind natürlich nicht stehen geblieben, es entwickelt sich ständig weiter. Erst gestern habe ich eine neue Kreation gemacht mit Jasminblüten anstatt Pfeffer und Indisch Curry, also es bleibt weiterhin spannend. Was kochen wir denn heute? Na, wir haben gesagt, wir kochen heute ein schönes, da ist er wieder angezeigt, wir machen ein schönes Rinderfilet-Medaillon mit gegrillten grünen Spargel, Romanesco dazu, Balsamico, Portwein-Schalotten und das Ganze gekrönt von der Dresdner Berle. Und wir suchen uns natürlich dann noch eine aus. Du hast was Spezielles mitgebracht oder mehrere. Ja, ich habe 8 Sorten mitgebracht heute. Die wir ganz einfach da auf dem Gericht krönen werden. Also ran an die Bretter, auf geht's und feuerfrei. Genau, Schalen machen wir wie gesagt aufs Küchenkrepp. Und dann lassen wir die auch im Ganzen und werden die als erstes schön in Olivenöl, ein bisschen Honig, so ein bisschen karamellisieren. Ne? Und dann ein bisschen Knoblauch, frischen Knoblauch noch dazu. Und dann löschen wir mit Balsamico ab und ganz zum Ende kommt dann erst der Portwein dazu. Ne? Mhm. Gewürzt, ja klar, Bergkernsalz und dem Pfeffer oder die Pfeffermischung schlechthin. Schaut einfach mal hier im Shop vorbei. Ihr wisst, ne? Pfeffermischung Louis ist rar. Ne? Also einfach mal vorbeischauen. Genau, also feuerfrei würde ich sagen, erstmal hier Schalotten schälen und in der Zwischenzeit reden wir einfach mal gar nicht. Oder nichts Wichtiges halt. Ne? Mhm. Weil da kann der Robert das nämlich schön zusammenraffen. Okay, hast du? Dann würde ich sagen, übergebe ich dir gleich mal das Zepter für die Schalotten. Machen die mal alle hier rein. Ich will die hier nochmal. So. Du musst mir jetzt nochmal sagen. Wie wir das machen, genau. Wie, machen. Als erstes, also wie du es haben willst. Tu so, dass es lecker wird. So, und schon ist nämlich dein Brettel sauber. Genau. Hier hast du auf jeden Fall dein
Rührgerät dazu. Wir nehmen den hinteren Topf. Ne? Und zwar als erstes brauchst du gutes Olivenöl. Ne? Genau. Boden bedeckt. Dann das ewig leidige Thema hier in Konradsdorf, weil die Zimmertemperatur hier sind gefühlt 10 Grad, sind allerdings 15 Grad. Und was passiert? Der Honig läuft halt nie. Also, was machen wir? Wasserbad. Ja, wir machen es schneller. Oder heißes Wasser? Mikrowelle. Ach, drauf. Gekackt. Stopp. So, ihr Lieben, ich habe gekocht für euch. Und zwar, schaut her, hier schön flüssiger Honig. Und zwar werden wir die Schalotten erstmal hier im Olivenöl ein bisschen karamellisieren. Das heißt, schalt mal an, Honig rein, Olivenöl, so viel, dass der Boden unten bedeckt ist. So, genau, also die Schalotten erstmal so ein bisschen anschwitzen halt, ne? Und dann mit dem Balsamico ablöschen. Würzen kannst du dann, wie gesagt, hier mit Salz und Pfeffer. Kennst du eigentlich schon unser gutes Bergkernsalz? Nee, ne? Nee, erzähl mal was dazu. Und zwar, nimm mal kurz deine Hand auf. Und zwar schön aus dem Salzburger Land. Eingeschlossene Minerale, unfiltriert, keine Rieselhilfe, direkt aus dem Stein ausgebrochen. Okay. Na? Also Salz ist nicht gleich Salz. Nee, das stimmt. Und, ich gehe noch Hände waschen. Genau, da kannst du schon ein bisschen salzen. Nimmst du, denke ich mal, hier so ein Schäufelchen dazu. Und in der Zwischenzeit mache ich mal den Ofen an, 80 Grad, weil wir unser Rinderfilet ganz einfach wieder hier vortemperieren. Du hast auch eine Berle mit Pfeffer? Mit Pfeffer, alle. Also sind alle mit Pfeffer? Sind alle mit Pfeffer, außer bei Salbei, Thymian, Rosmarin. Dort ist außen im Pfeffer nochmal eine Nuance von den getrockneten Kräutern und innen drin halt immer frisch verarbeitet. Okay. Ja. Was hast du für einen Pfeffer verwendet? Das ist auch eine geheime Mischung. Ah. Da wird jetzt nichts dazu gesagt. Okay. Gut, das sieht schon mega aus. Richtig gut aus, ne? Da kannst du dich eigentlich jetzt schon mit dem Aceto bewaffnen. Und löschst mal damit ab. So, und jetzt gehen wir natürlich mit der Temperatur runter. Ein bisschen runter, genau. Und köcheln die im Endeffekt hier schön mit dem Balsamico halt ein. Ne? Das heißt, Temperatur ein bisschen runter. Jetzt kannst du dann auch schon den Pfeffer dazugeben. Das ist auch ein ganz besonderer Pfeffer. Ja, erzähl mal. Vorsicht, nicht ganz so viel. Der bringt nie wirklich Schärfe mit, aber eine wunderbare Intensität, ein wunderbares Aroma. Es sind drei verschiedene Pfeffersorten. Okay. Bengalischer Langschwanz, Kubeben und ein Telicherry-Pfeffer. Okay. Und ich denke mal, wenn du es heute probieren wirst, wird das auf jeden Fall ein Pfeffer sein, der dich in seinen Bann mitzieht. Der dich in seinen Bann mitzieht. Sieht schon spannend aus. No? Also du kannst da hier mal. No? Robert sagt immer, coole Story, wenn du so am späten Nachmittag vielleicht noch nach dem Essen dann mal so durch so eine Zahnlücke so durchgehst und du findest halt noch so ein kleines Stückchen von dieser Pfeffermischung. Herrlich, Geschmacksexplosion 2.0. Genau. Du kannst auch, wenn du willst, schon von dem Portwein da einen Schluck mit zugeben und dann lassen wir es langsam vor sich hinsimmern. Erzähl mal ein bisschen was zur Berle noch. Ich sage jetzt mal in der Hinsicht. Telefone aus, was ist denn hier los? Coach? Oder war es der Ole?
Zubereitung, quasi Reifezeit etc. pp., wie das so abläuft, wie muss man sich das vorstellen? Also die Beeren werden komplett alles in Hand hergestellt. Reifen 3 Monate, okay, dass sie so eine Festigkeit bekommen, dass die Bälle auch schön über den Trüffelhobel auch zart gehobelt wird. Und ja, frag, vielleicht sage ich dir ein paar Sachen, die ich jetzt nie erzähle. Okay, naja, was verwendest du auf jeden Fall erstmal für ein Rohprodukt, sage ich jetzt mal ganz einfach? Das Rohprodukt ist jetzt ein hundertprozentiger Schafskäse. Wir stellen natürlich auch aus Kuh her, aus Kuhmilch, aber es ist halt ein hundertprozentiger Schafskäse, der sehr schön mild und cremig ist. Okay. Und wo kriegst du den her, wenn ich fragen darf? Das erzählen wir nie, solche Sachen. Aha. Kommt der aus Bulgarien oder? Nee. Nee. Ist schon hier auch aus der Region. Okay, das wollte ich bloß hören. Ein regionaler Käse auf jeden Fall. Ist ein regionaler Käse, ne? Genau. Es ist ein langwieriger Prozess gewesen, so ein Produkt zu entwickeln. Und hat ja auch eine ganze Weile gedauert, ehe das alles so geworden ist, wie das Produkt heute ist. Okay. Also auch ein längerer Entwicklungsprozess. Ist ein ganz langer Prozess gewesen. An denen hat, wie gesagt, auch meine Mutter damals einen großen Anteil gehabt. Mein Opa hat früher Käse hergestellt nach dem Krieg aus Ziegenmilch. Und ja, und daher liegt das wahrscheinlich bei uns so ein bisschen in der Familie, dass wir halt in die Richtung Tradition halt weiter hegen und pflegen. Dass wir das weiter pflegen, genau. Cool. Ja. Gut, ganz kurz, die Rinderfiletsteaks habe ich jetzt hier aufs Gitterrost gelegt, komplett ohne Salz, ohne Pfeffer, gehen sie jetzt ab in den Ofen, ich sage mal so 20 Minuten bei 80 Grad, bevor wir sie dann über den heißen Grill ziehen. Bei den Schalotten haben wir jetzt hier einfach noch ein bisschen frischen Knoblauch dazugegeben, ein paar frische Kräuter kannst du noch mit anwalken und dazugeben. Ich habe hier Thymian für dich, ich habe Rosmarin, ich habe Lorbeer, Bohnenkraut. Kannst du ruhig die Hälfte von dem damit dazu nehmen, ein bisschen andrehen, ein bisschen anwalken, damit die ätherischen Öle sich schön entfalten können und da einfach mit reinblumsen lassen. Mhm. No? So. Dass die so viele Rückstände sind, sozusagen. Ja, vor allen Dingen, dass du dann halt nie auf so einem Rosmarin- oder Thymianzweig drauf rumkaust. No? Das kannst du dann so schon besser rausziehen, okay, alles. Gut, was machen wir jetzt? Du kannst als nächstes, denke ich mal, dich um den Romanesco kümmern. Du hattest ja auch ein Obst- und Gemüsehandel, ja, hattest natürlich immer topfrische Produkte, weiß ich ganz genau, weil in dem Lokal, wo ich gearbeitet habe, damals in der Dresdner Neustadt, bin ich ja nun tagtäglich bei dir eingerückt, wenn ich zur Arbeit bin und habe dort die frischen Sachen geholt, bei dir geholt. Ne? War eine coole Zeit, war halt eine Szene-Kneipe gewesen. Kolonie 38. War halt so. Du lächelst. Ich lächel deswegen. Nee, es war eine richtig coole Zeit. Hat sich natürlich jetzt auch alles ein bisschen verändert. Keine Frage. Die Neustadt ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren, wie wir sie, sag ich mal, erlebt haben. Ja. Und ja, solche schönen Zeiten kommen halt nie wieder. Richtig. Und du hast bestimmt noch mehr Stories in der Neustadt erlebt wie ich, weil ich war ja quasi nie am Ort des Geschehens. Ich war ja in der Küche hinten drin, habe da nicht viel gesehen. Ja. Aber du warst ja direkt an der Rodenburger Straße. Na, genau. Gegenüber vom Dürüm-Kebhaus. Und wie war die Eisdiele? Das war die Eisdiele früher, zu DDR-Zeiten noch? Ja. Die Eisdiele war dort gegenüber und die Eisgrotte, genau, war vorne die beim Neumann. Die Eisgrotte ist ja Neumanns, genau, ist ja oben auf der Görlitzer Straße. Richtig, dort gewesen, bin ich zur Schule gegangen früher. Genau. Also die ersten 5 Jahre meines Schullebens bin ich auf der Görlitzer Straße gewesen, in der 15. Da kennst du ja bestimmt auch noch, wo jetzt Tanquillo drin ist. Da waren früher keine Schaufenster drin. Also wo ich meinen Laden damals aufgemacht habe, da waren dort auf Sandstein gesessen die Punker und haben dort Lagerfeuer gemacht. Keine Schaufenster drin, der Rauch zog, okay, oben über das offene Dach ab. Es gab keine Zwischendecken. Das war schon eine Aufbruchsstimmung. Ja. Und ja, es war nie langweilig in der Neustadt. Auf keinen Fall.
eigentlich. Und du kannst dich um Romanesco kümmern, kleine einzelne Röschen hätten wir gern, jawohl. Okay. Und jetzt haben wir natürlich hier den Profi am Werk, Romanesco. Wie findest du den Romanesco? Ja, der Romanesco ist schon was Cooles, eine Kreuzung zwischen Brokkoli und Blumenkohl. Geschmacklich, ja, sehr interessant. Ist natürlich ein bisschen exotisch, passt dadurch auch super zur Dresdner Berle. Haben wir früher auch viel verkauft. Ich finde, das ist ein richtig schönes, elegantes Gemüse halt, ne? Mhm. Hier rein? Genau, kannst du dort reinmachen und dann werden wir den mit Zucker und Salz ein bisschen marinieren. Zucker hast du hier, da habe ich hier einen braunen Rohrohrzucker. Okay. Und das Bergkernsalz hier. Und ich werde mich mal um den grünen Spargel kümmern und um die Kräuterseitlinge. Kräuterseitlinge hat mir extra heute, danke Regie, der Patrick, quasi der Marktinhaber. Ja. Bioprodukt Kräuterseitling aus Hoyerswerda. Genau, gibt es also bei uns auch, oder gab es bei uns auch in Radebeul auf dem Wochenmarkt. Regional. Sehr gutes Produkt. So, mit dem grünen Spargel machen wir eigentlich nichts weiter, als dass wir die unteren Enden abschneiden. Das habe ich vor uns schon gemacht. Okay. Und dann wird das untere Drittel halt nur geschält. Also ihr braucht euch nicht die Arbeit machen, um den kompletten Spargel zu schälen, sondern wirklich nur das untere Drittel. Jetzt machen wir mal wieder ein paar Meter, oder? Jetzt willst du hier einen Zucker dran haben? Genau, da machst du schön. Man sagt immer ungefähr Zucker und Salz 1:1. Genau, wie zu Hause. Und somit kannst du natürlich so schon mal den Garprozess so ein bisschen einleiten. Nur Zucker und Salz wirkt hygroskopisch, zieht Wasser und fängt somit an im Prinzip zu garen. Und das kannst du mit jedem Gemüse machen. Und kannst du zum Beispiel zum Sonntagmittag, wenn du hier Karotten, wie auch immer, also ein Karottengemüse machst und frische Karotten verwendest, schneidest die ganz einfach. Wo willst du das jetzt drin machen? Die machen wir gleich in dem hier drinnen. Okay. Machen wir einen Löffel Butter rein, lassen wir zerlaufen. Löffel Butter rein. Genau, wenn die Butter zerlaufen ist, Thorsten, kannst du hier die Röschen. Genau, den Romanesco zugeben und dann geben wir einen kleinen Schluck Wasser mit drauf. Wasser gebe ich dir. Eine Prise von dem Pfeffer noch dazu, also von der Pfeffermischung. Ja. Und dann lassen wir das leicht da drin köcheln, dass da wirklich dann auch noch einen schönen Biss hat. Bissfest ist, genau. Ne? Genau. Und natürlich auch die Farbe behält. Ja, und dann haben wir eigentlich nichts weiter wie Grillplatte anmachen. Das können wir ja schon mal vorbereiten. Ja, vielleicht noch ein kleines bisschen. Und dann müssen wir ja schon mal so eine Berle auspacken und vor allen Dingen uns entscheiden, welche wir nehmen, oder? Oder welche zwei vielleicht wir nehmen. Ja, ich denke, wir werden was finden. Dresdner Gastronomie oder Umgebungsgastronomie nehmen von dir auch die Berle, habe ich gesehen, oder? Ja. Also auf Social Media kann man das sehr gut verfolgen. Wer da? Villa Sorgenfrei, Schmitz Restaurant. Der Olaf. No. Also okay. Wir verkaufen über einen Großhändler in Berlin unseren Käse oder unsere 9 verschiedenen Käsesorten und ja, Havelland Express, die verkaufen dann den Käse in der ganzen Bundesrepublik. Okay. Einschließlich polnische Ostseeküste und in, ich glaube, auch in Prag. Und dadurch ist das, sage ich mal, schon ganz gut verbreitet in der Gastro. Das definitiv. Und Produktionsmengen ist wirklich alles nur, weil du sagst, du bist alleine. Ja. Alles wirklich noch handgemacht. Handgemacht.
Da müssen alles handgeknetet. Da müssen wir da definitiv mal bei dir vorbeikommen, oder? Können wir gerne machen, ne? Und uns das mal vor Ort live anschauen. Das an. So, jetzt würde ich sagen, hinten bei den Schalotten, die sind ja definitiv schon so weit gar. Ja. Gießen wir jetzt mit dem Portwein noch auf und lassen den noch weiter einköcheln. Und geben dann kurz vorm Ende nochmal so einen kleinen Schuss, oder nicht Schuss, sondern einen kleinen Löffel kalte Butter zum Montieren dazu. Mhm. Und beim Romanesco hier vorne, hast du schon Wasser dran? Nee, das kommt jetzt. Schluck Wasser, dann Deckel drauf und ja, Stufe 6, 7. Gut, Kräuterseitlinge tun wir einfach mal hier nur der Länge nach halbieren. Das ist auch so ein mega Pilz, finde ich, in der Zeit, wo jetzt nie wirklich Steinpilze, Waldpilze an sich überhaupt zur Verfügung stehen, dann ist das natürlich ein wunderbarer Alternativpilz. Ein schönes Aroma hat er auf jeden Fall und ja, ein super Pilzgeschmack. Ja. Und natürlich auch die Konsistenz. Genau. No? Ist ein geiles Produkt. Gut, wollen wir mal hier die Schalotten zumindest mal probieren, auf jeden Fall. Gut, jetzt hast du frisch aufgegossen, oder? Jetzt hab ich was gerade erst. No. Dann warten wir noch den Augenblick. Ja, also ich habe heute 8 Dresdner Perlen mitgebracht. Hier ist jetzt gerade mit Ingwer und Curry. Das kann man halt ganz cool verwenden über Reis, über Salate, über Spargel. Also dann nehmen wir den dort gleich. Nehmen wir den für den Spargel. Also Ingwer Curry würde ich jetzt für einen Spargel total bevorzugen. Den gebe ich dir schon mal. Packen wir den schon mal hierher. Und für unser Fleisch, da das ja heute alles so ein bisschen mediterran ist, könnte ich mir super gut vorstellen mit Thymian. Kann man für Fleisch, Fisch, also für ganz viele Sachen verwenden. Im Angebot wäre auch noch Salbei, Rosmarin, Knoblauch, Rucola-Knoblauch, Chili und für einen Salat rote Beete mit Ingwer. Okay, pass auf, wir nehmen, ich würde sagen, wir machen mal ein Dreierlei, oder? No. Wenn es recht ist. Na klar. Nehmen wir hier die Curry-Ingwer-Geschichte für einen grünen Spargel. Genau. Dann nehmen wir für das Steak. Für Steak. Knoblauch ist gut, oder? Robert, was meinst du? Knoblauch? Knoblauch wäre hier. Genau, Knoblauch, Pfeffer und Liebe. Mit viel Liebe gemacht, genau. Mhm, Knoblauch, Pfeffer und Liebe ist fürs Rind. Und jetzt haben wir noch für ein Romanesco, sage ich jetzt mal, die Komponente Romanesco. Da könnte ich mir auch richtig gut rote Beete vorstellen. Dort wird es die rote Beete werden. Und da ist es die rote Beete. Genau, super. Und dann bin ich eigentlich schon mega gespannt auf... Duftet schon hervorragend. Kriegen wir leider nicht mit ins Bild, den Duft. Ja, der Robert kriegt das hin, oder? Okay. Also wenn es einer kann, dann ist es der Robert. Der Robert, okay. Also, Kräuterseitlinge grillen wir hier ab. Das kannst du vielleicht sogar parallel noch übernehmen. No. Köchelt der Romanesco noch? Das köchelt. Wenn wir den ganz einfach bloß auf die 1 stellen, dann zieht er vor sich hin, oder? Genau. Hier dasselbe Spiel beim Würzen wieder, Salz und Pfeffer würde ich aber erst hinterher machen. Hinterher, bei Pilzen, genau. Auch zwecks der Verbrennung halt, ne, weil wir ja noch mehr auf der Grillplatte angrillen. Von daher packe ich jetzt hier schon mal so die Perlen aus, oder? Ja. Das ist wie beim Geschenke aufmachen. Ja, das ist wie ein Westpaket, ne? Ja. Also Leute, ich sage euch, das ist ein Duft hier in der Küche. Es ist echt Wahnsinn. Und da haben wir die Perlen noch gar nicht aufgehobelt, oder? Genau. So. Die Geschmacksexplosion kommt ja zum Schluss. Die kommt zum Schluss. Also hier, schaut mal her. Mega geil. Sieht schon ein bisschen aus wie Ostern, oder? Absolut. Also ich bin mega gespannt. Ja, das ist noch nicht. Die Platte dauert ein bisschen länger. Aber
Es wird. Was wird, das wird. Da können wir ja in der Zwischenzeit mal hier unsere Schalotten probieren, oder? Das ist zu wenig, ne? Würde ich sagen, oder? Ich denke, das reicht noch. Bis zum Ende der Drehzeit kommen wir damit hin. Schöne Süße. Oder können wir ruhig noch ein kleines bisschen Salz, ne? Ich war jetzt ein bisschen vorsichtig. Mit dem Salz nochmal ran. Weil deine Mischung kenne ich ja nie. Richtig. Und ich denke mal, du kannst noch einen kleinen Schluck von dem Portwein nochmal aufgießen. Wie viel ist denn hier noch drin? Ne? Naja, die Hälfte davon, denke ich, kannst du ruhig schon nehmen dazu. So, Brutzel, Brutzel, Brutzel. Jetzt geht's los hier. Kräuterseitlinge. Robert, bist du bloß noch mal so lieb und gibst mal bitte noch das halbe geändert. Danke. Genau, sieht gut jetzt aus. Geht die Post jetzt ab hier. Jetzt geht's los. Und da können wir ja vielleicht gleich schon mal die Filets rausholen. Also. Ich nehme hier erstmal Zucker. Okay. Ja, wenn der Zucker karamellisiert auf dem Fleisch, hebt das nochmal richtig schön den Geschmack. Den Eigengeschmack halt, ne? So. Jetzt dasselbe noch auf der anderen Seite, genau. Und dort können wir auch schon salzen auf der Seite. Dort kannst du wirklich hier mehr drauf hauen. Na klar, oder? Da musst du nicht geizen. Da kannst du hier. Ja. So, Kräuterseitlinge nehme ich mal runter hier. Das riecht schon richtig lecker. So, und da geben wir hier schon mal so einen Teil unseres Spargels dazu. Das ist doch schon Salz, ne? Genau, das ist doch schon ein Bild für die Götter. Ein bisschen Zucker kann man ja beim Spargel auch drauf machen, ne? Und ich würze mal hier noch die Kräuterseitlinge. Gesalzen hattest du die, ne? Ja. Hier oben ein bisschen was von dem Pfeffer drüber. Aber es kann natürlich sein, dass es zu wenig ist. Weil ich bin ein sparsamer Würzer, weil die Dresdner Bälle ja auch dann schon bringt noch eine viel ordentliche bringt. Eine Würze genau. Mit. Das ist gut so. So, die drehen wir jetzt hier. Guck mal, wie schnell das jetzt hier geht. Das sieht schon richtig gut aus, ne? Genau. So, jetzt müssen wir bloß noch die Seite salzen. Und dann kommen wir jetzt langsam in die heiße Phase. Heiße Phase. Ein Kameramann läuft schön das Wasser im Mund zusammen. Ich sehe das ganz deutlich. Der rutscht gleich aus, der sabbert schon, okay? So, genau. Wollen wir uns beim Fleisch vielleicht mit dem Pfeffer ein bisschen zurückhalten erstmal und lassen dort die Bärle wirken? Die ja, Bärle wirken? Würde ich auch sagen. Weil dort hat man ja gesagt, nehmen wir. Welche nehmen wir da? Die letzte hat man gesagt, ne? Genau, du wolltest ja mit Knoblauch. Knoblauch, Pfeffer, genau. Super. Also hier Butter. Machen wir hier ran. Hier noch ein bisschen, ja, ne? Na klar. Soll der Geiz. So, stellen wir jetzt auch ein bisschen runter, ne? Ja. Was riecht schön. Eine schöne sämische Portwein Balsamico-Schalotte. Schön knackigen Spargel dazu. Hier machen wir schon aus, da nutzen wir einfach mal die Restwärme.
Und dann heißt es... Die Grillplatte ist richtig gut, ne? Die ist mega. Die ist richtig spitze. Also machst du, denke ich mal, von den Schalotten... Hier willst du jetzt die Schalotten hin haben? Ich würde hier eine hinlegen und hier eine und hier eine. Okay. Und dann so ein bisschen von dem Fond halt ziehen. Ja, genau. Ich komme mal ein bisschen mit Spargel. Ups. Muss ja jetzt nicht alles hier drauf, ne? Nee, nee. Einfach nur, dass es schickimicki aussieht. So. Reicht? Warte mal, tu mal die auf die Seite. So, hier noch einen hin. Genau. Und hier drüben noch einen. Jetzt machen wir das Filet. So. Zwei machen. Und zwei drauf, so. So, Ehre wem Ehre gebührt. 1, 2, 3. Ehre wem Ehre gebührt. Du darfst quasi beginnen. So, wir nehmen jetzt die Dresdner Balle mit Knoblauch übers Fleisch. Und das siehst du schon. Du kannst ja noch ein kleines bisschen dicker machen. Also man braucht da auch wirklich nicht sehr viel, wenn man das zu Hause macht. Wir machen mal hier fürs Bild. Genau. Ein bisschen mehr. Ihr könnt den Teller ja auch nochmal drehen. So. Thorsten, Träumchen. Also wir haben hier uns wirklich richtig Mühe gegeben mit dem, was wir getan haben. Aber wir brauchen uns gar keine Mühe geben, weil das wird sowieso ein Erfolg. Ne? Tolle Produkte, das ist schon mal das A und O, was ihr ganz einfach zu Hause auch, was wir euch ans Herz legen möchten. Verwendet tolle Produkte, dann habt ihr natürlich auch ein tolles Erlebnis. Viel mehr Freude. So sieht's aus. Beim Essen. Und die Dresdner Berle würde es natürlich mal schauen, vielleicht demnächst dann auch bei den Müllers geben. Wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Genau. Ansonsten ganz einfach über deinen Shop bestellen. Genau. Ne? Auf jeden Dresdnerberle.com. Genau, das dann tun wir euch dann unten noch in die Shownotes rein. Klingelt dreimal der Postmann und die Berlen sind bei euch. Sehr geil. Also ihr Lieben, probiert's aus. Wir finden es auf jeden Fall jetzt schon mega, weil wenn du hier drüber stehst, es kommt dieser wunderbare Duft nach oben. Mhm. Ein Traum. Ihr Lieben, Teller nochmal hochnehmen. Nicht hochnehmen. Dann... schaut vorbei, gebt Kommentare ab und vielleicht, wenn ihr mal eine Berle bestellt habt, macht mal ein Foto, schickt uns die zu, wir würden uns freuen. In diesem Sinne. Bleibt schön neugierig mit der Dresdner Berle. So sieht's aus. Thorsten, hat mich gefreut. Mich wir auch. Bleiben auf jeden Fall jetzt regelmäßig im Kontakt. Und genau. Bis bald, macht's gut. Ciao. Bis bald, ciao.